Hallo zusammen. Am 31. Oktober 1991 fand, nachdem es zuvor einen Erdrutsch gegeben hatte, die Stilllegung der ehemaligen Bahnstrecke Schildach-Schramberg statt. Bereits viele Jahre zuvor war der Personenverkehr eingestellt worden. Die sehr kurvenreiche Strecke schlängelte sich durch das doch sehr enge Schildachtal. Entsprechend war auch die Geschwindigkeit auf maximal 20 km/h beschränkt. Noch immer lassen sich zahlreiche Relikte finden, die an diese Nebenbahn in den Tiefen des Schwarzwaldes erinnert. Heute wollen wir auf so eine Art Spurensuche gehen. Wenn ihr Lust habt, dann seid doch dabei. Hier am Bahnhof in Schildach lassen sich die meisten Überbleibsel finden. Im Prinzip kann man hier von so einer Art Museum sprechen. Sofort ins Auge springen dabei die Schienenbusse, die von 1953 bis 1959 auf der Strecke verkehrten. Das wohl spektakulärste Überbleibsel der eigentlichen Strecke dürfte die obere Bahnhofsbrücke sein, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schienenbus befindet. Die Brücke ist auch architektonisch durchaus wertvoll, da sie in ihrer Bauart einzigartig in Süddeutschland ist. Direkt nach der Brücke folgt der 274 Meter lange Kirchbergtunnel, dessen Portale seit geraumer Zeit teilweise zugemauert sind. Während die Nordseite des Tunnels relativ einfach zu finden ist, liegt die Südseite gut versteckt am Waldrand und ist mittlerweile ziemlich verwildert. Der ehemalige Streckenverlauf ist heute noch immer relativ gut nachvollziehbar, da ab 1992 die Strecke zu einem Fahrradweg ausgebaut wurde. Folgt man diesem, stößt man nur ein paar Kilometer südlich von Schildach auf ein weiteres interessantes Relikt, denn an der sogenannten Sommerwiese befindet sich eine dritte Brücke, ebenfalls ein Original aus der Zeit, sogar die Schienen sind ja noch vorhanden. Ja, und dann war's das für heute wieder. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen. Also macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.